die potenziellen Fallstricke, die kennt man natürlich und man weiß auch, welche Fragen das man stellen soll. Es ist auch ganz in der Natur der Sache, dass ein junger motivierter Gründer oder ein junges motiviertes Gründerteam sehr hochtrabende Visionen, Vorstellungen, Erwartungen und Ziele hat. Aber das ist auch gleichzeitig gut. Und mit der Erfahrung weiß man natürlich, dass man schon dorthin kommen kann. Nur es dauert meistens ein bisschen länger und der Weg dorthin ist nicht so straight und linear, wie man sich das wünscht. Also ich kann mich noch selber erinnern, wie ich im Jahr 2007, im Gründungsjahr, auf die Frage, was wir erreichen wollen, für Reaktionen auf meine Antwort bekommen habe. Und meine Antwort war immer schon, wir wollen, wenn nicht die Nummer eins, aber zumindest weltweit ein signifikanter Player sein. Und da erntete ich die ersten 2-3 Jahre ein mildes Lächeln. Und die Leute haben nicht wirklich widersprochen, aber sie haben es einfach nicht geglaubt. Und einige Jahre später war das kein mildes Lächeln mehr, sondern man hat das gesehen. Und tatsächlich, heute ist Rezentis eines der leider noch wenigen und ich hoffe bald mehr Unicorns. Wir machen in der Regel eher Early-Stage-Investments. Und da geht es wirklich um die Personen, um die Persönlichkeiten und die Idee. Und natürlich hat die Idee ein Marktpotenzial, glaubt man daran. Und wenn diese beiden Dinge gegeben sind, dann beschäftigen wir uns näher und fangen an, bevor wir überhaupt investieren, schauen wir uns mit dem Gründerteam an, okay, wie könnte ein Go-to-Market ausschauen, wie kann eine Skalierung ausschauen, wie sind die Marktbedarfe, was braucht der Markt, kann man das liefern, was kann man sich erwarten, wie sich der Markt oder die Bedürfnisse des Marktes für das Produkt weiterentwickeln, kann man dem nachkommen und dann ergibt sich auch eine Basis, wie man zusammenarbeiten kann. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so lange hier und engagiere mich hier in Salzburg, dass ich jetzt sagen könnte oder wirklich eine qualitative, werthaltige Aussage zur Startup-Szene und den Ressourcen hier. Aber was ich mitkriege, ist, dass es schon eine rege Gründerszene gibt. Ich gehe davon aus, dass die genauso unterstützungsfähig ist wie überall in Österreich. Wir wollen das schützen. Das ist genau im Unterstützen, ist genau im Sinne dessen, was wir mit EQ Venture auch bewerkstelligen wollen.